Und schon wieder zurück beim Mass Effect Andromeda. Auf dem wohl einladendsten Planeten, den man sich nur vorstellen kann. Ha, wunderschön. So, ab in den Nomads. Wir haben alles aufgeladen. Und ich glaube, wir haben... hier drüben. Ja. Ja, das Manövrieren ist wirklich einzigartig wir hier im Schnee. Wir nähern uns dem Machtpunkt, den uns Soka Esov auf Aya genannt hat. Genau dieser Nav... Ach, guck mal hier. Ich kenne ihn. Oh, das ist Keldo, einer von Sokas Lieferanten. Wir haben sie gefunden. Den Scans zufolge enthalten diese Kisten angaranische Waffen. Na, das ist ja mal interessant. Oh, hat es Soka etwa nicht erwähnt, dass er uns manchmal aushilft? Nein, das hat er nicht erwähnt. Er hat gesagt, er wäre ein Händler. Nun gut, das kann ja wirklich alles mit einschließen. Ich will ihn nicht dafür verurteilen. Um Gottes Willen. Huch. Hier kamen Schusswaffen zum Einsatz. Die Rückstände deuten auf CAT-Technologie hin. Die CAT. Na toll. Oh ja. Wahre Helden! Wahre Helden! Großartig! Das hat gut funktioniert. Das waren aber sicher nicht die letzten, oder? Waren das die letzten? Die Vorräte wieder beschaffen. Offensichtlich waren das die letzten. Okay. Gut. Angara-Panzerung. Ach, guck mal hier. Meditationskristalle, wir nehmen alles mit. Die Waffen zu Soka Esov auf Aya bringen. Das kriegen wir hin. Will ich wohl meinen. Das war der legendärste Cat-Angriff, den ich jemals gesehen habe. Wow. Ich bin einfach nur begeistert. Ich tue ihm vielleicht ein bisschen Unrecht mit den armen Cat hier, aber... Naja. Nun. Lass uns gehen. Bevor noch jemand Fragen stellt. Das war mehr eine Hinrichtung als ein Kampf. So, lass mal kurz auf die Karte gucken. Ich muss mich mal ein bisschen orientieren, wo wir überhaupt sind. Da oben haben wir das Gefangenenlager der CAT und da ist auch noch eine Abbauzone, so wie hier oben auch. Das bedeutet... Wir fahren da oben hin. Ich registriere einen Temperaturabfall. Aber wir gucken erstmal, was da Sie ist. Das sieht nämlich auch. Ich habe Zeit im Kulturzentrum auf der Nexus verbracht. Haben Sie auch etwas über Omega gelesen? Noch nicht. Erst die Heimatwelten. Ich will ein solides Grundverständnis aller Spezies, bevor ich mich auf die Sonderfälle stürze. Das ist eine gute Entscheidung. Erstmal die Grundlagen lernen und dann gucken, was die Ausnahmen sind. Sonst geht man nämlich von falschen. Wir sollten uns diese CAT-Tech vielleicht mal ansehen. Sonst geht man von falschen Tatsachen aus. Ups. Jupp. Da oben ist noch einer. Guten Tag. Oh, schön. Schön in die Luft gehoben, damit wir ihn uns schnappen können. Das finde ich... Oh, das finde ich gar nicht nett. Gewalt. So, hier ist auch wieder ein Wärmestrahler, sehr schön. Uah. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Irgendwas von Interesse hier oder ist das einfach eines von diesen typischen Kettlagern? Mindestens irgendwo ein Behälter müsste hier eigentlich sein. Überreste. Auch gut. Oh, guck mal hier. Aufklärungszielfernrohr. Oh.
Ein Cat-Gesalbter. Die Gesalbten ähneln aus biologischer Sicht den Cat-Erwählten. Sie sind mit einer schweren Plasmakanone bewaffnet, um Feinde in die Deckung zu zwingen. Das hat in gewissem Sinne ja auch funktioniert. Das muss man ihm lassen. Ich höre doch hier irgendwo noch Kreaturen grummeln. Gut, vom Rest ist hier jetzt nicht unbedingt... Da hinten ist noch ein Fahrzeug, das auch blinkt und leuchtet. Ich gehe mal nochmal eben ein bisschen Wärme abholen. Und da ist der Behälter. Zack, Kettlegierung, 56. Na gut, na gut. Ups. Wir nehmen jedes Kettlager mit, das wir auf dem Weg finden können. Einfach um sie langsam aber sicher zu zermürben. Was hier passiert? Jarl, ich habe diesen Brei probiert, den die Angara essen. Der Geruch war großartig, aber der Geschmack weniger. Ich finde ihr Essen auch ziemlich fad. Och, Pelisaria Bissail. Wie sollen wir nur jemals miteinander auskommen? Ja, ja. Das hat man nun davon, wenn man Konversation machen will. Ja, also Essen ist schon eine wichtige Sache. Wenn das nicht passt, dann finde ich, wir sollten Feinde sein. Wenn das Essen nicht stimmt, dann ist es vorbei. Schluss aus Ende. Der hier ist aber noch voll funktionsfähig. Da können wir doch die Angara holen und denen sagen, hey, schnappt euch den Wagen hier. Hier wurde ja offensichtlich ein Schiff abgeschossen. Ich bin mir nicht sicher, das hier sieht nicht unbedingt nach Cat-Technologie aus, oder? Bin mir nicht sicher. Die Cats sind ja doch eher so ein bisschen bobbelig. Ich glaube, bobbelig ist, ist das perfekte Adjektiv, um es zu beschreiben. Oh, Munition niedrig. Muss ich ein bisschen aufpassen. Sollte ich mal öfter benutzen. Na, die ist ja echt schön. So, mal gucken, was wir hier haben. Wahrscheinlich keine neuen Hinweise auf irgendwelche Reliktaktivitäten. Wir haben hier auch noch keine Türme oder sowas gefunden, die irgendwie dafür zuständig wären, hier die Atmosphäre zu verändern oder dergleichen. Diese Hinweise sind bisher noch hier spärlich gesät. Ich vermute mal, es hat irgendwas mit dem da hinten zu tun. Meine Vermutung ist, die Cat haben sich nämlich genau da mit ihrem Hauptquartier niedergelassen, wo sie auch vermuten, dass sie am meisten auf diese Relikttechnologie zugreifen können. Deswegen ist das da hinten im Berg gebaut. Warte mal. Ganz kurz. Dauert nie lang. Ryder, könnten Sie mal in ein Loch fahren, eine scharfe Kurve machen oder so? Jarl schläft schon wieder. Ach, lassen Sie ihn schlafen. Lassen Sie ihn schlafen. So, wir haben wieder komplette Munition. Das ist gut. Das war nämlich mein Plan. Mal eben die Munition aufzufüllen. Und wir haben Jarl aufgeweckt. Ich registriere auch einen Temperaturabfall. Auch eine gute Sache. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um das Arbeitslager. Hallo? Um das Arbeitslager. Achso, das ist. Ja. Es sind Erfahrungspunkte und es sind Überreste, ne?
bearbeiteter Balk. Mal gucken, von wo aus haben wir denn eine gute Position? Ich denke mal von hier oben. Was ist denn das da? Oh! Pathfinder, oh. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hier wird's weniger. So. Hat die das Tier eigentlich schon gescannt für die... Muss ich mal gleich gucken, da unten steht nämlich noch eins. Ach, guck mal hier. PT. Ja, höher wird's nicht. Leider. Platin. 39. Merci. Phoebe, wenn Asari bei der Göttin rufen, von wem reden sie dann? Von mir. Ist doch klar. Natürlich. Gar nicht eingebildet. Ist immer noch gut. Mensch. Jetzt ist erschöpft. Die Abbauzone ist erschöpft. Alles klar. So, mal eben da unten hinfahren, gucken, dass wir das Ding noch scannen. Zooms. Aber ich glaube, oder hatten wir das schon gescannt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, hatten wir schon. Das war ein bisschen übergewalttätig. Meine Güte. Ach ja, ja, ich verliere mich gerade wieder ein bisschen in Dinge mitnehmen, Dinge erkunden. Was ist das da hinten? Da hinten ist ja auch noch was, ne? Das war dieses andere Tier, das wir noch gesehen hatten. Es ist ganz furchtbar. Vor allen Dingen, wenn ich in so einem Zustand bin, wo ich so ein bisschen meditativ... Gegner vor uns! Oh. Hatten wir schon, glaube ich. Das sind die Viecher, die sich unsichtbar machen können, aber die waren doch nur auf dem anderen Planeten unterwegs. Oder, nee, Moment, das waren doch die Tiere von den Cat, die auch benutzt haben, teilweise, um an ihrer Seite zu kämpfen. Ich erinnere mich. Dann würde es Sinn machen, wenn die auch hier auftauchen. Hier in so einer Schlucht ist doch bestimmt irgendwas versteckt, oder? Ja, das ist wie mit Assassin's Creed. Achtung, in so einem Medi- Reliktstätte voraus. In so einem meditativen Zustand kann man ganz gut solche Sachen abgrasen und einfach gucken, wo gibt's was, was kann man noch holen. Sowas eben hier. Oh, da ist noch einer. Oh, ich hätte nachladen sollen, ja. Kann ich gleich direkt wieder nachladen. Also die neue Munition holen von hinten, da wir jetzt hier alles verballert haben. Das ist toll. Großartig. Hier liegt Beobachter. War hier nicht noch... Also eins von den Dingern sah so aus, als wäre es neu. Als hätten wir es noch gar nicht irgendwie erlegt oder... Da hinten ist noch einer. Hier gibt's Munition. Ach, guck mal. Und Überreste. Das ist falsche Munition. E-Zero-Schaltkreise und Antipanzerungsmodul. Ich glaube, davon hatten wir schon ein paar. Aber gibt es hier nicht auch... Müsste es hier nicht auch wenigstens mal irgendwie so eine Kiste oder sowas geben? Hup.
runtergefallen. Na gut. Dann halt nisch. Jetzt habe ich mich sehr weit vom Nomad entfernt. Hätte vielleicht diese Ecke hier mit dem Nomad erkunden sollen. Versuche mich dran zu halten. Wow. Der ist echt krass, wenn es darum geht, die Federung und seine Reifen zu benutzen. Gut, keine Munition hier für uns. Aber da hinten ist noch ein Relikt. Ups. Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Sie sind ein zäher Haufen. Wie lange kämpfen die Angara schon gegen die Cat? Für sie muss sich das doch wie eine Ewigkeit anfühlen. Naja, das ist eine gute Frage. Ich würde sowieso gerne mehr über die Angara... Also ich denke, das wird kommen, sobald wir uns mit den Angara ein bisschen besser angefreundet haben, dass wir ein bisschen mehr über sie erfahren können. Aber mich würde auch interessieren, wie sich das mit der Geißel entwickelt hat im Verlauf der Jahrhunderte. Die Angara haben sie letztens nicht ausgepackt und eingepackt und wieder ausgepackt. Was? Nein. Kann sein. Wollen Sie mich auf Trab halten? Eigentlich hält das nur mich auf Trab. Ich glaube, Pibi ist sich nicht so ganz sicher. Soll sie bleiben? Soll sie gehen? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Munition aufgefüllt. Jetzt widmen wir uns aber wirklich dem Kettlager. Die Angara müssten doch Informationen darüber haben, wie sich die Geißel entwickelt hat. Ich meine, die Angara sind ja nicht erst seit 100 Jahren hier. Die haben sich ja hier auch entwickelt. Vielleicht haben sie die Geißel auch damals anders beobachtet. Das ist das Cat-Arbeitslager, von dem Skeot gesprochen hat. Ich halte die Augen nach den verschleppten Angara offen. Da. Hab sie schon gefunden. Da unten ist ein Zugang. Oh, sie haben uns schon gesehen. Wow. Ja, die haben uns natürlich hier eine wunderschöne Position überlassen, von der aus wir... perfekten Zugriff haben auf dieses Lager, nämlich von einem kleinen Hügel aus. Es ist... strategisch gesehen hätten sie diesen Hügel hier vielleicht noch befestigen sollen. Gut, wir hatten hier keine Deckung, das war unser einziges Problem. Dafür haben wir den Nomad nutzen können, mehr oder weniger. Da, das sind die Gefangenen. Hier, um uns zu retten? Die Steuerkonsole, um das hier abzuschalten, ist da drüben. Sobald ich eine Waffe habe, werde ich diese Cat vernichten. Ich glaube, das hat sich schon erübrigt. Muss dir keine Sorgen machen. Wichtiger ist, dass du sicher nach Hause kommst, ne? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist... stabil. Oh, was hören meine Ohren da? Ah ja, verstehe. Na. Manu, hallo? 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 Ich hänge fest. Ich hänge fest. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh nein, nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ihr könnt auch ruhig mithelfen, ne? Überhaupt kein Problem. Weniger Unterstützung.
Was machst du denn da oben? Alles klar. Geh dazu. Oh! Ah, da kommen noch mehr. Meine Güte. Und ich habe keine Munition mehr, dann heißt es jetzt für uns, ich will mal mit der Pistole. Immer so frei, ne? Ich mag die Pistole. Ich denke, das war's. Sehr schön. Das war's. Okay, wir gehen wieder dahin zurück, wo wir angefangen haben. Ich will nämlich das Lager von vorne bis hinten, und zwar systematisch, durchsuchen. Alles andere wäre jetzt ein bisschen... So. Höps. Und höps. Hier haben wir festgesteckt. Das war die Kiste, die wir... Ich ziehe mal wieder meine Waffe, dann kann ich mich ein bisschen lockerer bewegen. Das war die Kiste, die wir schon durchsucht haben. Da ist ein Wärmegerät. Ach guck mal, der Angara hat jetzt auch wirklich mit uns gekämpft. Tapferer Angara. Kontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Vor allen Dingen sollte ich mal scannen, ob wir hier was untersuchen können. So, können wir denn die Zellen vielleicht scannen und untersuchen? Ist ja im Grunde neue Technologie, ne? Aber nö. Doch, da war was da. Holen Sie mich hier raus! Lebenserhaltung ist wieder online. Ich werde diese Kett umbringen! Nee, geh lieber nach Hause. Es tut mir leid, muss mich kurz fassen. Die Cat haben unsere Ausrüstung gestohlen, aber dieses Datengerät haben sie übersehen. Das Interface ist unpraktisch, aber es muss reichen. Sie haben uns in Eroesk erwischt. Wir sind länger geblieben, als es ratsam war, weil wir gehofft haben, es würde anderen eine Chance geben. Als du gegangen bist, hast du mir gesagt, ich solle nichts tun, wobei ich mir wehtun könnte. Aber als der Alarm kam, konnte ich nicht in dieses Shuttle steigen. Ich hätte nicht mit dem Wissen leben können, dass ich mehr hätte tun können. Das wäre ein noch schlimmerer Schmerz gewesen. Also habe ich getan, was du gesagt hast, aber nicht ganz so, wie du es gemeint hattest. Es tut mir leid, dass ich dir das antue. Pass auf dich auf, mein Herz, und mögen die Sterne immer hell für dich strahlen. Ich hoffe, das haben wir abgewendet, dass es er hier ist, vielleicht, der jetzt frei ist. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Ja, die registriere ich auch. Mit meinen Sensoren, genannt Haut. Hier ist nichts mehr. Hups! Ein gewagter Sprung reingehen wäre natürlich auch. Das mache ich gleich, wenn wir hier alle Gefangenen befreit haben. Ach, guck mal, da sind noch Überreste. Tokin 3. Ja, das ist wieder eine Kettwaffe. Nö. Ausgeschlossen. Grundsätzlich. Deaktivieren Sie die Barriere! Schnell! Damit kommen Sie nicht durch! Ich finde, die Installation dieser Zellen hier ist höchst unpraktisch, wenn man ein Arbeitslager leiten möchte. Liegen innerhalb. Deaktivieren Sie die Barriere! Ich muss hier raus! Freiheit! Dann geht jetzt aber auch bitte. Höchst unpraktisch, wenn man ein Arbeitslager... Ich meine, guck mal, die sind komplett verteilt, die Zellen. Es sind riesige Konstrukte, die eine eigene Energieversorgung und eigene Control Panels hier brauchen. Die Versorgung des Gefangenen ist nicht gewährleistet. Man muss ihm also immer wieder diesen gesamten Käfig aufmachen, um ihm was zu essen zu geben und so weiter. Ich finde, das ist sehr unpraktisch. Nicht, dass ich jetzt irgendwie praktische Tipps geben möchte, wie man ein gutes Arbeitslager leitet, aber irgendwie nee. Das sah mehr aus, als wäre das auf dem Präsentierteller.
Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ich würde gerne mit Nils gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben, hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Wenn die Kette harmlose Beleidigung nicht vertragen, ist das ihr Problem, nicht meins. Verstehen Sie, was Bitte? Ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden? Ihr Neffe Skiot hat alles versucht, damit Sie gerettet werden. Guter Junge. Er hat Potenzial, Nils. Das sagtest du bereits. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Was ist mit dem Datenlaufwerk? Wir müssen es Buxel übergeben, damit sie mit der Analyse beginnen kann. Interessant. Anscheinend brauchen wir unsere Retterin für mehr als eine Rettung. Könnten Sie dieses Laufwerk nach Techix bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Was ist auf dem Laufwerk drauf? Ein Code der Cat, den wir bei dem Versuch, in ihre Einsatzzentrale einzudringen, gestohlen haben. Die Cat haben nie erkannt, wie viel wir aus ihrem Netzwerk heruntergeladen haben. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Buxil in ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Huch. Das hier ist bedeutend. Die Befreiung wichtiger Widerstandsagenten und die Sicherstellung von Informationen, die sie den Cat gestohlen hatten. Sie haben viele Zweifel an ihnen ausgeräumt, Ryder. Selbst Ephra muss jetzt von ihren Absichten überzeugt sein. Was ist mit dem Datenlaufwerk, das uns Nils anvertraut hat? Guter Punkt. Wenn Sie es vorziehen, könnten Sie jetzt auch nach Techix gehen und später mit Ephra reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Lass uns doch erstmal unsere Aufträge hier erfüllen, bevor wir jetzt zurückgehen. Ich muss dieses Datenlaufwerk nach Techix bringen. Mit Ephra kann ich mich später befassen. Ich dachte mir schon, dass Sie das sagen würden. Na schön. Wir sprechen mit Ephra, sobald Sie Ihre Aufgaben hier erledigt haben. Sehr gut. Also erstmal den Leuten hier helfen, dann begeben wir uns zurück zu Ephra. Ich registriere einen Temperaturabfall. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Aber erstmal gehen wir hier rein. Was haben wir denn hier? So, also wir haben unseren Wert quasi bewiesen, dürfen jetzt zu Ephra und Ephra wird auch erkennen müssen, dass wir Freunde sind. Eine Computerkonsole. Schön. Bevor ich aber zu Ephra gehe, würde ich tatsächlich gerne nochmal auf den Nexus vorbeischauen. Hab nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich auf den Nexus gerade ein bisschen was verpasse, weil sich da natürlich auch Entwicklungen auftun und ich da auch nochmal mit allen reden sollte. Und vor allen Dingen würde ich da gerne mal im Shop gucken auf den Nexus. Ob es da nicht Pathfinder-Rüstung zu kaufen gibt. Update von Präfekt Volt. Ergebene. Unsere Versuche, die widerwärtige angaranische KI aus ihrer gefrorenen Stadt herauszuholen, sind nicht im Zeitplan. Der Archon weist immer wieder darauf hin, dass sie gefangen werden, muss, nicht vernichtet. Wir brauchen mehr Sklaven. Die Häufigkeit der Überfälle wird erhöht. Das ist alles. Häftlingsgruppe 6019. Quelle, aufgegriffen beim Überfall auf die Siedlung Eroesk. Körperliche Analyse abgeschlossen, genetische auch, Zusammenfassung, drei Erwählte. Drei Erwählte? Zusätzliche Kommentare. Zivile Gruppe, ein Soldat. Die verbleibenden sechs wurden auf verschiedene Anlagen verteilt, um dort bei unseren Bemühungen zu helfen. Häftlingsgruppe 6025. Aufgegriffen bei Hinterhalt. Null Erwählte. Zusätzlicher Kommentar. Gescheiterte Gruppe von 5, alles Widerstandssoldaten, Erwartungen nicht erfüllt. 6028. Aufgegriffen bei gescheitertem Angriff des Widerstands auf Operationszentrale. Erwartete Daten. Zusätzliche Kommentare, Gruppe von 5 Widerstandssoldaten, unnachgiebig, sehr vielversprechend. Drei Erwählte. Es gibt eine Gegnerkategorie der Cat, die heißt Erwählte. Und ich habe gerade irgendwie die Vermutung, dass Angara vielleicht zu Erwählten gemacht werden. Könnte das der Fall sein? Oder ist das jetzt zu weit aus der Luft gegriffen? Hm.
Die Tür hier kann ich nicht aufmachen. Aber das ist auch nur die Tür nach draußen, also da ist jetzt nichts dahinter, oder? Oder? Moment mal, da ist was dahinter. Moment mal. Wieso kriege ich diese Tür nicht auf? Kann ich die Computerkonsole irgendwie bedienen? Nö. Es gibt hier auch keine Energieleitungen oder sowas? Nichts. Wieso kriege ich diese Tür nicht auf? Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Dieser Raum hier. Was ist das? Platin. Hallo. 3 Platin. Wow. 3. Gut, es gibt Ressourcen, von denen bekommt man grundsätzlich mehr und es gibt welche, von denen bekommt man weniger, aber 3 ist schon... Puh. Der Raum ist komplett abgeriegelt. Der hat keine Fenster, kein gar nichts. Das mutet mir doch sehr seltsam an. Aber gut. Erstmal kann ich nicht viel machen, um da reinzukommen. Techix war hier hinten irgendwie. Ja, da. Da haben wir noch den gesamten Weg hier oben vor uns. Und da ist noch ein Fragezeichen. Da haben wir nach der Ursache für die Störungen suchen. Okay, Lebensfähigkeit 13%. Wir arbeiten dran, ganz langsam. Stück für Stück. Ich fahre jetzt erstmal hierhin zurück, hole mir meine Munition wieder und dann gehen wir hier oben den Weg einfach weiter entlang und erkunden den Planeten nach und nach und erfüllen dabei die Missionen, die uns... Eine Asari hat mir erzählt, dass sie Tänzerin im Afterlife war. Glaubt ihre Spezies auch an Reinkarnation? Nein, das Afterlife war eine billige Bar. Wenn sie es bis hierher geschafft hat, fühlt sich das wahrscheinlich wirklich wie eine Wiedergeburt an. Sie war Tänzerin im Afterlife. Ups. Das ist der Kommentar von Phoebe dazu. Ups. Okay. Keine Rückstände hinterlassen, leider. Na gut. Boah, diese Wendungen hier auf dem Eis sind furchtbar. Also, es macht Spaß, aber... Und einen sehr großen Wendekreis. So, einmal bitte alles auffüllen. Da hinten steht auch schon wieder so eins von den Viechern rum. Einmal alles auffüllen, auch die Wärme wieder auffüllen. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ausgezeichnet. Und dann würde ich sagen, nächstes Mal... Nächstes Mal machen wir uns auf den Weg nach da hinten. Und werden da in diese Richtung weiter erkunden, bis wir Techix erreichen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.